Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind Folge Nummer 6 von Simotrans mit dem Pack-Comic. Und zwar sind wir da stehen geblieben, dass wir letztes Mal ein Problem hier mit der Station hatten. Da gucken wir gleich nach dem Intro rein. Der Michael Friedrich hatte mir noch geschrieben, dass das vielleicht eine Einstellungssache sein kann. Ich war ja der Meinung, dass es damit zu tun hat, dass ich eine Linie umgenannt habe und dadurch sind die da stehen geblieben und wollten da noch mitfahren, obwohl die Linie gar nicht mehr gibt. Für die gibt es die noch, aber leider nicht mehr mit dem richtigen Ziel. Deswegen steigen sie nicht ein. Das gucken wir uns gleich nach dem Intro an und da war noch ein Kommentar, spreche ich gleich drüber. So, dann gucken wir da mal rein in die Haltestelle und wie wir sehen, fahren die jetzt alle hier nach Mettmann-Erlkönigweg. Also es ist definitiv so, wie ich es gesagt hatte. Die haben noch die alte Linie gesehen und meinen, sie müssten damit fahren. Jetzt nach dem Abspeichern und wieder neu starten ist das geändert. Das wird dann wohl neu berechnet und dann passt das wieder. Wie ihr seht, jetzt fahren die nicht nur mehr nach Weiterstadt oder über Weiterstadt, sondern über Mettmann-Erlkönigweg. Jetzt passt das. Wunderbar. Gut, und der Kommentar, den ich angesprochen hatte, war vom Nils Caesar, hatte noch eine andere Zeichnung dahinter, die ich jetzt aber nicht mehr auswendig weiß. NSH, keine Ahnung. Ja, wir müssen nicht mit WASD arbeiten, sondern hier, der Nils hatte mir geschrieben, dass mit der Brücke hier war mit irgendwie halben Höhen. Ja, das mit halben Höhen. Ich erinnere mich ganz schwach dran, dass ich das irgendwo gelesen hatte, in irgendeinem Forumsbeitrag damals, aber ich bin heute leider nicht mehr so up to date da und jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit den halben Höhen war. Warte mal, die Hochbahn war das ja. Hochbahnbrücke. Ist das jetzt dann halbe Höhe hier rüber? Nach da? Ah, so geht's. Alles klar. Wunderbar. Nils, danke für den Hint. Jetzt bin ich dann da auch hinter, ne? Also für den Hinweis. Super. Dann können wir da nämlich auch weiterbauen. Wir kommen dann nach da unten und das ist ja auch relativ wichtig. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Da können wir gleich eigentlich schon hier weitermachen und mal gerade das anschließen. Fahren wir mal hier rum. Und wo mussten wir hin? Hier nach Jena wollen wir. Und Jena machen wir wo denn? Hier machen wir den Bahnhof hin, oder? Direkt an der Straße. Dafür müssen wir gerade eine Absenkung reinmachen. War das hier beim Bagger? Ja. Da und da, dann passt das. Ich hoffe, wir kommen dann da auch so hin. Ach so, dann müssen wir das zumachen, aber den wieder auf. Das dahin. Und fahren dahin. Wo ist das? Ah, da drüben ist das. Okay. Ja, dann sind wir halt auf der Ebene da oben. Ich hoffe, geht die hier lang? Nein, die geht natürlich nicht da lang. Ja, ist ein bisschen kompliziert so, aber können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Wir müssten so viel Landbewegung machen, will ich aber auch nicht machen. Ich glaube, jetzt müssen wir hier noch gerade rüberziehen. Das ist schon erledigt und dann müssten wir noch einen Bahnhof haben. Güterbahnhof, hier gibt es nichts mit. Wie lang hat man denn die Bahnhöfe? 3 oder 4? 4 ist da. Ist das überall 4? Da ist 4. Wo war der andere? Hier muss er sein. Der ist sogar nur 3 lang. Dann sollte 3 reichen, oder? Ja. Aber wir machen auf jeden Fall 1 und das ist das Gleis ein bisschen länger, falls wir da ausbauen müssen, dass wir nicht die Stadt nachher abreißen müssen, ne, oder? Ah, vielleicht machen wir sogar noch 2, 3 länger. Kostet uns zwar ein bisschen Unterhaltskosten, aber ich glaube, das ist dann schon okay. So, damit ist das auch erledigt. Und damit können wir definitiv dann hier die Zuglinie bearbeiten. Das kann zu. Ist ja alles, glaube ich, jetzt gut, ne? Ist richtig angeschlossen? Ich glaube schon, ne? Das sieht erstmal super aus, ja. Dann gehen wir in unsere Zuglinie. Die einzigste Personenzug, den wir haben, Esslingen-Mettmann, taufen wir dann um. Ja, können wir sowieso umtaufen. Ist ja da noch weiter statt hinzugekommen, ne? Minus Eislingen, nicht Esslingen. Ich habe eben schon wieder Esslingen gesagt. Minus Jena. So, und dann die
Linienverwaltung. Fahrplan, Fahrplan. Mettmann, Weiterstadt, Eisling, Eisling, Mettmann. Und Mettmann dann auf, hat er das jetzt genommen? Ich will es hoffen, ne? Auf Jena verlängern. Jena, Mettmann, jetzt sieht es gut aus, oder? So, 10%, 10%, 10%. Ah, unser Lieblingsproblem. Er klickt hier nicht drauf. Ja, warum das nicht geht, bin ich immer noch nicht sicher, ne? Mach das mal zu. Jetzt hat er es gemacht. Und Mindestbeladung machen wir da auch 10% raus. Ups, das waren 20, die will ich nicht. Ich muss wohl ganz schnell klicken, dann geht's. Ich bin halt schon alt, ne? Da ist das mit schnell nicht mehr so. So, dann ist unser Zug fertig. Wir könnten aber den Zug ja auch hier... Nee. Was? 25 Gäste warten? Achso, ja, die sind ja wie in der Kutsche unterwegs. Ja. Ich würde jetzt die Kutsche erst noch da lassen. Und gucken, wo der Zug erstmal ist. Ist ja hier unten bei Weiterstadt wahrscheinlich, ne? Ja. Wo fährt er jetzt lang? 12 Passagiere. Oh, 3 Passagiere. Jena Rathaus über Eislingen Rathaus. Die hat er schon eingepackt. Obwohl er in die falsche Richtung fährt, hätte ich jetzt gesagt, oder? Das ist hier der Hammer. Okay. Ah ne, über Eislingen Rathaus. Die steigen gleich aus. Aha. Gut. Ist aber nicht schlimm. Demnächst fahren sie mit dem Zug. Jetzt müssen wir nur gucken, ob es... Ah, jetzt hat er gerade gewechselt. Ah, Jena Rathaus, 9 Leute fahren da auch schon hin. Sehr gut, hat er sofort angenommen. Wir haben hier 34 und haben wir hier nicht schon mal 8000 Miese gehabt? Ich glaube ja, oder? Vertue ich mich da. Vielleicht vertue ich mich da auch. So, wer steht hier? Nach Mettmann über Erlkönigweg, nach Lübeck Rathaus über Mettmann. Okay, alles klar. Da sind schon mal die nächsten 26, die in die andere Richtung wollen. Jetzt mache ich das mal, weil ich möchte es dann doch schneller sehen, dass der Zug jetzt hier ankommt. So, da ist er und der fährt jetzt wie was? Wieso fährt denn der zurück? Oh, da haben wir irgendwas am Fahrplan falsch. Okay, was war das jetzt? Da ist jetzt was ganz Komisches gewesen. Der hat da angehalten, gedreht, ist da hingefahren. Ich mache mal den Fahrplan zu und guck mal, was da passiert. Er fährt doch nach da weiter. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. So 56 Leute, denn der ist schon halb voll. Das ist ja schon richtig cool, oder? 9 nach Jena, Roßlau. Und das über Mettmann, weil hier nach Zittau fahren auch schon 5. Sehr gut. So, wie sieht's hier aus? 26 Passagiere warten hier. Das heißt, eine Kutsche muss da auch welche hingebracht haben. Ja, das ist richtig. Weiterstadt auch. Über Weiterstadt Burgundenstraße ist auch richtig. Das passt alles. Das müsste jetzt eigentlich wirklich an der Linie gelegen haben, ne, die da noch war. War zwischen Ahren Rathaus über... Ja. Das bedeutet, die Kutsche, die jetzt hier fährt, und zwar zwischen Jena und Mettmann, die kann weg, ne? Obwohl da noch 6 drin sind, aber das kann sein, dass die... Ja, wir müssen mal warten. Aber die, wir müssen eigentlich nicht warten. Wir müssen hier auf dem Fahrplan, oder? Und dann nicht laden, muss ich irgendwo haben. Da war es nicht. Fahrzeugdetails hier, nicht laden. Und dann sind die da raus, Mettmann, Roßlau. So, und wenn der gleich da ist, die Eisenbahn ist schon da, warte mal, dann machen wir das mal so, gehen ein bisschen nach da. Die haben ja, die Jena-Leute sitzen ja drin. Ich hoffe, es werden da jetzt 9 und
5 hatten wir für Jena und Zittau. Ich hoffe, die werden jetzt mehr. Ah nein, 9 und 5 nur. Okay. Jetzt müssen wir mal schnell hier reingucken. Es will tatsächlich aber auch keiner dahin. Nee, wir fahren jetzt nicht nach Jena und wir fahren jetzt nicht nach Zittau. Das ist aber gut für den hier, weil der hat ja nicht Laden. Das heißt, da steigt jetzt auch keiner ein. Und dann kann ich diesen Zug, dieses Fahrzeug auf eine andere Strecke schicken. Und zwar Mettmann-Roßlau würde ich es jetzt machen, oder? Warten auf Mettmann-Roßlau. Nee, nicht warten, sondern fahren. Das ist schon gut. Mettmann-Roßlau passt. Und jetzt kann er da lang fahren. Gibt es Leute, die nach Mettmann wollen, nach Roßlau waren? Ja. Das heißt, wir ändern den Fahrplan nochmal, fahren nochmal nach Mettmann. Ne, das wäre nur auswählen. Ich muss ihn wirklich hier erwischen. Geht nicht. Irgendwas ist da mit den Fenstern nicht schön. Ja. Jetzt kommt schon aus Mettmann die andere Kutsche da. Nee, doch nicht. Jetzt hat es geklappt. So, jetzt fährt er nach Mettmann. Ne? Ich hoffe, das ist so richtig, weil... Wo ist er denn jetzt hier? Ah, hat Jena schon angefahren. Sehr gut. Und hat auch Passagiere bekommen für Eislingen, Weiterstadt, Neften und Hamburg. Sehr gut. Das läuft. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo ist denn die Kutsche, die... Ist das die Kutsche? Ne, er soll ja nochmal zurückfahren, das passt schon. Die Roßlauer Kutsche ist wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Das ist sehr gut, dass die da hinten irgendwo ist, weil dann kommen die sich nicht so ins Gehege und wir haben nur zwei drauf. Ja, super. Einer ist in Roßlau, einer ist da unten, dann passt das. Er hat nämlich jetzt hier vielleicht den einen einsteigen lassen. Ne, hat er nicht. Weil wahrscheinlich noch Fahrzeugdetails auch nicht laden ist. Ah, super. Fahrplan. Nochmal bitte, Mettmann. So, jetzt aber. Dann steigen sie auch ein. Wetten? Achso, das habe ich schon offen. Roßlau ist einer. Okay, aber wir fahren zwei Kutschen drauf, dann wird das sich verbessern. Und hier sind jetzt natürlich nur 16 drin, weil er da vom Ende kommt, vom Endbahnhof kommt. Das ist immer dann so. Und hier sind aber 74 warten. Mit meinem Rathaus. Okay, die 24 müssen mit der Kutsche gemacht werden, die hier fährt und gerade voll ist. Naja, genau so ist es. Das ist aber nicht schlimm, das passt dann schon. Das war falsch geklickt. Neften, Rathaus, Eislingen, Roßlau, Weiterstadt, Hamburg, Lübe, das ist alles richtig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ist das... Oh, da ist jetzt der Zug gewesen. Der hat jetzt ordentlich dazugenommen. 54 Fahrgäste. Sehr gut. Auch wieder fast halb voll. Und das sind 3,8. Wir hatten irgendwas mit 4 eben. Das ist also schon runtergegangen. Ich glaube, der fährt schon vielleicht plus 1, ne? Okay, gut. Mettmann, Roßlau, Rathaus, über Mettmann. Die müssen alle hier weggeholt werden. Das ist gut. Die Kutsche lohnt sich bestimmt auch. Können wir bestimmt jetzt auch sehen hier. Die hat auch 3 hier drin, die dahin wollen. Und ja, 151, wer weiß. Die fährt auch irgendwann plus ein, schätze ich mal. Hat er jetzt einen da drin, ne? Oh ne, da sind 6 mit mal drin. Da habe ich nicht mit gerechnet. Vielleicht kamen die noch von dem Bahnhof und deswegen, weil wir uns verklickt haben, hat das geklappt. Das ist sehr gut. Dann fährt er noch effektiver die erste Runde schon. Da sind auch 6 drin. Und wie viel stehen hier schon? Oh ja, da stehen auch schon reichlich. Ich glaube, da könnte schon die nächste Kutsche mit hin. Okay, kriegen wir bestimmt hin auf Dauer. Aber ich würde sagen, für die Runde soll es auch erstmal schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir warten gerade noch, bis der da einmal anhält und wie viel da mitkriegt. Aber das sehen wir auch hier, ne? Hamburg, ne, die fahren woanders lang. Mettmann, die fahren woanders lang. Zittau, 3er. Und Jena 2 sind 5, okay? Und hier steigen einige aus.
Ist der jetzt durchgefahren? Der ist jetzt durchgefahren. Das kann doch nicht sein, oder? Okay, definitiv steht fest, dass wir in der nächsten Folge die Linie nochmal genau für den Zug angucken müssen. Da ist irgendwas fehlgeplant. Mettmann weiter statt. Klar, Eislingen hier muss hochrutschen, ne? Eislingen weiter statt. Komm dann, wenn wir schon noch in der Nähe sind, dann fahr ruhig erst nach Eislingen. Also Mettmann, Eislingen weiter statt. Dann zurück nach Eislingen, Mettmann, Jena. Und von Jena geht es dann nach Mettmann. Das ist richtig, so ist jetzt passend. Wunderbar, fahren wir wieder zurück. Das hat ja gut geklappt, ne? Einmal schneller hier, zack. Jetzt wurde hier umgestiegen, jetzt sind nur noch 46 drin, ist aber immer noch reichlich. Ne, 46 waren am Bahnhof. Hier 20 sind noch drin. Aber 3,7 ist schon weniger wie eben die 3,88. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Habt ihr das Video auf anderen Kanälen geteilt? Habe ich das gesagt? Ich glaube ja, aber macht's trotzdem. Bis dann. Ciao.